So, eine Viertelstunde später geht es noch weiter mit der 24. Folge. Und damit für diese Woche letzte Folge von Hexen. Okay. Gut, dann wollen wir mal den Magier in den Arsch treten. So. Noch mehr da? Na gut. Dann gehen wir mal zu dem an. So, die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Also Schalter oder sowas sehe ich gar keine gerade. Gut, na okay. Dann gehen wir erstmal wieder in die falsche Richtung. Gehen wir erstmal wieder raus. So, dann gucken wir mal. Okay. Alter, wie langsam ist das Ding? Das ist ja schlimm. Vielleicht nicht so oft mit dem Speicherknopf spielen. Oh. Blöd ist nur, ich muss hier auch gerade nicht mehr raus, wegen Giftgas. So, nächste Tür ist wo? Ah, siehst du, genau, hier ein bisschen Mana einsammeln. Haben wir ein bisschen verbraucht. So, easy. Mana wieder voll, sehr schön. Fate. Ha! 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 Ha!
vielleicht ein bisschen viel mit einmal. Zwei haben wir noch. Vielleicht mal ein bisschen heilen. Dann war ja das alle mit einmal rufen doch nicht so schlimm. Wow. Achso. Okay. Ach, schon wieder ein Rätsel. Also wir sind hier im umgedrehten Dreizack. Umgedrehter Dreizack ist da. Oh Gott. Wir sehen einen Krach. Alter, wie aggressiv sind die denn bitte? Hier ist ein Kreuz, da ist ein Kreuz mit einem Strich. Hier ist ein Kreuz. Oh. Und hier ist ein normaler Kreuz. Hä, müssen wir gar nicht auswählen? Also hier ist auf jeden Fall ein Pfeil. Oh, einer ist hier noch. Können wir das mal durch? So. Wow. Okay, hier ist jetzt ein Dings. Wie ein eckiger Frauenspiegel. Also Frauensymbol. Frauensymbol ist ja ein Kreis mit einem Kreuz unten drunter. Und da ist ein Dreieck mit einem Kreuz unten drunter. Das heißt, wir müssen das da wieder. Oh, du Scheiße. Kein Problem, easy, schaffen wir locker. Eigentlich sind wir selber auch Mage und haben damit Fernangriffe. Geht das Ganze? Was hast du schon? Ah ne. Ein paar sind noch da. Aua! Ihr tut doch weh! Wow! So. Hier haben wir auch wieder alle vier Symbole. Interessant. Frage ist, müssen wir von diesen Symbolen was drücken? Weil... Am Anfang hat der hier auf diesen Kreis gezeigt, ne? Hier am Anfang war es der Kreis. Und wenn wir hier... mal gucken... Wenn wir hier auch genau auf den Kreis kommen. Ups. Okay, war offensichtlich nicht richtig. Auch nicht. Dann drücken. Okay.
Gut, wisst ihr was? Ich mach erstmal alle Dinger auf. Vielleicht sehen wir es ja dann. Da ist nämlich schon direkt der nächste Raum. Diesmal ein N. Oh Gott, guck euch die an. Hier viele schon wieder. Einer ist in der Mitte und rührt sich nicht, aber. Okay. Jetzt haben wir hier diese komische 8. Okay. Also jetzt ist auf jeden Fall was passiert. Noch mehr? Wo denn? Okay, wir sind wieder am Anfang. Und jetzt? Hat sich hier irgendwas gebildet? Ah, die Räume selber bilden ein Symbol. Ja, lol. Das heißt, hier ist ein Kreis mit einem Strich. Wir müssen also einen Kreis mit einem Strich drücken. No problemo. Hier ist ein Kreis mit einem Seitenhieber. Kreis mit einem Seitending. Das gibt's doch gar nicht, oder? Nö, gibt's gar nicht. Ah, okay. Dieser Pfeiler hier soll der Punkt in der Mitte sein. Also das Ding. Dann haben wir hier jetzt einen Kreis mit einem Kreuz. Das wäre dann das hier. Und zum Schluss haben wir noch einen Kreis mit gar nichts. Wie komme ich da ran? Okay. But the question is, what is happening? Hat er jetzt irgendwas getan? Weil hier sind alle runter. Was jetzt? Ah! Ist hier auch ein Taster? Ja, überall ist ein Schalter gekommen. Ist das mir gerade aufgefallen? Hallo. Da auch? Ja. Ach so, heißt also, ich muss gar nicht alle vier Schalter drücken, sondern die Schalter sind immer temporär. Na komm her. Arschloch, Alter. So, dann gehen wir mal da hoch. Hilfe! Oh nein, schon wieder der Typ. Wow, warum hat der so eine gute Waffe? Okay, wisst ihr, was du kannst? Kann ich schon lange. Achso, halt. Erstmal der Typ hier. So, wo ist meine 4? Da. Ist die 5. Arschgeburt. Oh! Wer ist hier der Bessere von uns? Hallo? 1. So. Das heißt, ich habe schon wieder Mana verbraucht. Halt, danke. Aha. Jetzt bin ich wieder hier.
Oh, ich habe eins gar nicht gedrückt. Stirb halt. So, jetzt gehen wir wieder nach links. Ups, links wäre dann hier. Oh, Alter, mit vieler Hilfe, ich werde sterben. Oh, okay. Ja, Mann, Alter. Ja, das war natürlich, das war gerade alles geplant. Oh, komm, ey, einmal bitte ficken. Dieses Kack-Auto-Aim. So, muss ich jetzt hier was lang gehen? Ja, ich muss hier lang gehen. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe? Ja, stimmt nicht. Ich folge erstmal alle raus. Einfach aufgrund dessen, da wollte ich gerade auf den Sack gehen. Kommen jetzt auch welche? Leck mich doch am Arsch. Oh, jetzt kommen überall meine Fresse, ey. So. Mal ficken gratis. Hä, hier auch? Och, leck mich halt, ne? Oh, Alter, verarschen? Aua. Stimmt nicht mit euch. Kommt jetzt noch mehr? Ich hätte schon hart gerne meine Ruhe. So, Ruhe. Noch bitte. Och, leck mich doch. Kann sein, dass ihr jetzt hier gerade mal wiederkommt? Yeah.
Ja, die kommen immer wieder. Ach, ich bin nicht da. Keine Chance. Die kommen immer wieder. Super. Was mache ich denn jetzt? Ich würde mal sagen, letzte Worte kommt nicht allzu viel. Kann das sein? Vor allem, die machen halt auch so einen hart verfickten Damage. Ach komm, ich jetzt halt. Also man kann sein, dass wir hier mit Triggerlines arbeiten, dass immer wenn ich um eine Linie übertrete, immer wenn ich wieder welche spawnen. Ja doch, die arbeiten mit Triggerlines. Oh, fickt euch, Alter, fickt euch. Aktiviere ich hier gleich No-Clip. Da löse ich wenigstens keine Linien aus. Hast du die einen besiegt und die nächsten? Das ist doch nicht mehr normal. Und dann nach links. Also quasi einmal so und dann sind wir hier. Jetzt kommen wir noch von hinten. Hinten habt ihr aufgeräumt gehabt. Von wo denn bitte? Ach, da. Was kommt da noch mehr? So. Jetzt Ruhe? Sehr schön. Dass ich keine neuen Triggerlines überschreite. Und dass ich überhaupt nicht getroffen werde. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Verwetten, wenn ich jetzt zu diesen Linien Dingern laufe, um mir dann von ein paar zu holen, löse ich sofort wieder so eine Linie aus? Halt nicht. 1, 2, 3. Hallo? Oh, okay. Boah, nee.
Das ist AIDS. So, hier müssen wir nächstes Mal rein. Ich würde mal sagen. Ich räume mal Fläche schon auf. Das Schöne ist, die kann ich echt hier wirklich im Spiel besiegen, solange unser Rücken frei ist. Warum kommst du jetzt gerade raus? Das geht gar nicht. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob die Viecher hier durch Trigger-Lines ausgelöst... Also hatte ich ja schon mal erklärt, diese Line-Devs, wo du bestimmte Sachen machen kannst, so wie zum Beispiel Fahrstuhl fährt, also Elevator, was der Fahrstuhl ist, fährt hoch oder runter oder Secret wird ausgelöst oder sowas. Und kann natürlich sein, ne, hier, dass es hier Trigger-Lines gibt, die diese Viecher erschaffen. Aber du kannst nicht mal vor welchen weglaufen, ohne dass du dabei wieder welche überläufst, wodurch noch mehr kommen. Das war ja gerade wirklich gerade schon hier, ne? Das war ja schon böse. So, nächster Schwung. Haben wir das auch geschafft? Dann mache ich für die Folge Feierabend. Halbe Stunde ist rum. Und nächste Folge gehen wir dann hinter mir in diesen roten Teleporter rein. Mal gucken, was da schon zuhandelt. Noch einer. Nach hinten. Ich will Feierabend machen. So, da nächste Folge rein. Vorher noch mal gucken, ob hier sich jetzt noch was versteckt hat. Was nicht ausgelöst wurde. Komm, du interessierst mich nicht. Egal. Feierabend. Gut, schön, dann. Ich würde mal sagen, nächste Folge geht es in den Teleporter. Oh, sieht interessant aus. Okay, aber wie gesagt, nächste Folge. Also, nächste Woche dann, dementsprechend. Puh, würde ich mal sagen, schau mit V und dann sehen wir uns morgen zu endlich mal wieder Mindklon wieder. Hatte sich doch JJK1 gewünscht. Von daher, ja, schon mit vor.